1560 malt Pieter Bruegel ein kühnes Bild, auf dem über 200 Kinder 91 Spiele spielen. Das Bild ist aus der eigenen Erfahrung. Oh, was ist denn jetzt los? Hey, hey, huhu. Hä? Hey, hast du das Bild gesehen? Ich sehe es, aber ich sehe dich nicht. Überall nur spielende Kinder. Guck genau hin. Die Mädchen da oben spielen, dass sich ihre Röcke aufblähen. Die Jungen da unten spielen mit Reifen. Und da, das Mädchen, das da in der Tür des großen Hauses steht. Es balanciert einen Besen auf einem Finger. Alter, er reitet das. Willst du auch mitspielen? Uns bleibt nicht viel Zeit. Halt dir die Augen zu und dann zähl bis drei. Halt dir die Augen richtig zu. Eins, zwei. Halt dir die Augen mit den Händen zu. Nein. Drei. Oh, hast du das gesehen? Oje, ich glaube, wir haben ein Problem. Kannst du es zurückhängen? Eigentlich nicht, weil es ist außerhalb meines Spielbereichs. Du kannst dich auch vorwärts bewegen. Ja, kann ich? Wie denn? Oh, was passiert denn jetzt? Die Little Face. Alle sind versteckt. Versuch sie zu finden. Du kannst alles anfassen, bewegen oder mitnehmen. Okay, cool. Nehmen. Kann ich mich bewegen? Los, du kannst den Tisch rumdrehen, wenn du willst. Hä? Cool. Den Tisch umdrehen. Ich kann jetzt mit den ganzen Sachen spielen, sozusagen. Dieser Kreisel dreht sich angeblich schon seit über 4000 Jahren. 4000 Jahren dreht er sich? Leg den Kreisel zurück. Welchen Kreisel? Ich hab doch nur das Ding in der Hand. Okay. Ups. Ach du Scheiße. Wollte ich nicht. Und schön, ich hatte solche Spielzeughäuser als Kind auch. Und ja, aus Holz. Heutzutage gibt's ja nur noch Kunststoff. Alles ist am Bewegen. Hast du schon probiert, das in den Strudel zu werfen? Am schwierigsten beim Fässerspiel ist es nicht vor, seine Mitspieler runterzufallen. Ah, ein Fässerspiel. Okay, sowas gab's früher. Echt schwer, mit diesem komischen, wassergefüllten Ball rumzulaufen. Okay. Die Masken gibt's nicht nur in Venedig. Maske hin, da oben. Fällt mir. Das ist Kunst und Geschichte. Eine virtuelle Erfahrung, bei der man was lernt. So, ich muss jetzt hier einfach nur aufräumen, nehme ich an. Nehmen wir es in die Hand. Ich nehme die Figuren in die Hand, dann wird mir angezeigt, wohin damit. Rüberwerfen. Zack. Wieder alle auf einen Haufen sind. Zack. Die sind alle schon richtig hier. Die sind auch schon alle richtig. Das Bild ist wieder komplett. Hat jemand also dieses Bild in 3D quasi? So wie 2D-Sprites. Ich habe jetzt alles sortiert. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich noch irgendwas machen muss. Wo kommt der hin? Der gehört da hin anscheinend. Gehört da auch. Beim Knochenspiel muss der Vater gefangen werden. Okay. Ich glaube, ich habe jetzt wirklich alles wieder zurücksortiert. Irgendwas essen auf dieser flachen Erde, der flachen Welt. Ups. Ah, da kennst du mal wie eine Schallplatte, einige diese kleine Kinder Welt hier. Ein bisschen verheddert. Nimm den Ball und wirf ihn in den Korb. Wirf den Ball in den Korb. Aber ziel genau. Oh. Machen wir nix. Alle ab. Ja, nochmal. Alle ab. Und noch ein Figurenball sozusagen. Shit. Ja, ein bisschen kräftiger werfen. Als man annehmen würde. Okay, dann haben wir noch einen Menschenball. Wie ihr seht, das hier ist eine kostenlose VR-Erfahrung. Und die gibt es aber auch in Englisch. Du kannst das ganze Dorf durchsuchen. Die Kinder haben sich versteckt. Hast du unter den Häusern nachgeschaut? Das Spiel ist aber noch nicht zu Ende. Ich muss hier jetzt noch Figuren suchen. Die sind hier unter dem Häusernteil versteckt. Ah, cool gemacht, ey. Ah, ich hab da was gesehen.
Und das ist die Magie von Virtuality. Du spielst tagelang die härtesten Action, die virtuellen Superkracher. Und dann ist es so eine kleine VR-Erfahrung, die einen dann mehr berührt. Oh, ich sehe die Figur, die ist dann im Haus. Ups, noch eine Figur. Die sind hier überall. Guck mal, überall sind die hier versteckt. Ja. Ich bin ja immer noch dabei, letzten Figuren zu finden. Was machen die denn da? Sie drehen ja völlig durch. Okay. Ah. Einen damit. Überall sind die Figuren versteckt. Mann, da sind noch viele Figuren, die du finden musst. Ah, da. Oh, ich will an diesen Häusern riechen, ne? Aber den Holzgeruch. Aber leider ist das hier nur eine virtuelle Umgebung. Und es gibt ja so ein Nasending, aber ich halte davon überhaupt nichts. Bin auch nicht so der Typ für Haptikwesten. Aber da kann ich meine Meinung auch noch ändern. Das würde ich erstmal noch probiert haben, bevor ich da meine endgültige Meinung dazu habe. Dasselbe gilt auch für Tretmühlen. Aber ihr seht, das funktioniert auch alles ohne Tretmühle. Und ich fühle mich auch viel freier und ich kann zu meinem Tisch gehen mit der Brille auf und was zu trinken nehmen. In so einer Tretmühle, da bist du immer, stehst du immer auf einen Punkt nur. Und ist es überhaupt so angenehm, sich dann immer so zu bewegen zu müssen? Und wenn ich mir Videos angucke, das sieht immer gar nicht so elegant aus wie in den Werbevideos. Wenn Soldaten da irgendwie mit einer VR-Brille auf den Dingern rumspazieren. Aber dann siehst du jemanden zu Hause. Das sieht ganz anders aus. Egal. So. Können wir hier mal sagen, mit dem Ende gegenfiebern. Sind hier keine Figuren mehr. Ich bringe hier nur alles durcheinander. Scheiße, ich finde sie nicht. Hier muss irgendwo noch eine Figur sein in den ganzen Häusern. Stellen sich dann immer automatisch wieder hin. Jetzt habe ich auch wirklich gleich alle Gebäude abgesucht. Ich kann auch an den Tisch reingehen. Ich muss also nicht immer davor stehen und man kann ihn trotzdem drehen. Schon cool. Nicht so cool ist die Figur, die hier drin ist. Ich habe sie gefunden. Stimmt noch nicht die letzte, oder? Ah, das war die letzte. Ja, super gemacht. Jetzt musst du nur noch eine Sache tun. Was wäre? Beug dich runter und versuch die Blickrichtung des Malers herauszufinden. Ach so, ne? Das ist die Blickrichtung des Malers. Versuch genau die Stelle zu finden, von der aus du das Bild gut sehen kannst. Was du von mir willst? Gar nicht schlecht, das Bild. Ah, okay. Deshalb ist dieses Bild typisch für Peter Bruegels Malerei. Seine Kunst ist voller Details und das Bild ist klar gegliedert. Hey, Close FPS. Hallo. Hallo? Ich bin hier. Kannst du mich bitte das Bild zurücksetzen? Okay, irgendeine Figur aus dem Bild spricht zu mir. Da unten auf dem Boden. Okay, kleiner Mann. Mal ins Bild zurück. Gut gemacht. Sehr schön. So, das war 1, 2, 3 Prügel. 1, 2, 3 Prügel. Ich habe natürlich was ganz anderes erwartet, auch wenn ich das Bild da gesehen habe. Habe ich echt gedacht, ich weiß nicht, was mich erwartet, aber ja. Als ich dann Arte gelesen habe, war mir klar, dass es sich um was ganz anderes handeln muss. Ja, Arte ist natürlich einer der Sender, die ich bevorzugt geguckt habe, als ich noch Fernsehen hatte, aber das ist ja schon 15 Jahre her oder so. So. Nichtsdestotrotz. War es dann wohl. Spaß gemacht.